Heavy Metal, das ist eine Musikrichtung, die üblicherweise lautstark daherkommt und normalerweise einer ganz bestimmten Szene vorbehalten ist. Damit den Massengeschmack zu treffen, das ist nicht ganz einfach. Aber genau das hat sich ein Theaterprojekt aus dem Nordsaarland vorgenommen. Sein Ziel? Eine Metal-Piratenoper mit harten Klängen, Gesang, Schauspiel und viel Humor. Gerade gehen die Proben in die heiße Phase. Noch knapp anderthalb Wochen sind es bis zur Aufführung. Michael Schneider hat sich das Projekt angeschaut. Im Nordsaarland sind die Piraten unterwegs. Das Theater der härteren Klangart probt. Eine Metal-Oper mit heftigen Rhythmen und viel Action auf der Probenbühne in der Weißkircher Hochwaldhalle. Die Geschichte spielt im 18. Jahrhundert in der Karibik. Ein augenzwinkerndes Piratenmärchen, das der Verein selbst geschrieben hat. Die Hauptperson ist eine Piratin namens Mary Read. Und die hat ein Problem, die findet nämlich keine Leute für ihre Crew. Hat eine sehr kleine Crew, aber mit der geht sie auf eine spannende Mission. Die suchen einen mysteriösen Schatz, den Schatz von Captain Gray. Ist natürlich keine ungefährliche Suche, sondern die geraten da unter anderem in Konflikt mit der Royal Navy, wie man hier sieht. Und auch noch mit einer anderen gefährlichen Macht. Werde ich jetzt aber natürlich nicht verraten. Sieht das hier für dich aus wie Seemannsgarn? Wo hast du die Karte her? Unwichtig. Wichtig ist, diese Karte führt dich geradewegs zu Captain Grays Schatz auf der Isla Viciosa. Das Besondere, am Anfang stand die Musik. Piratenmetal der saarländischen Band Tortuga. Auf der Grundlage ihrer Alben ist die Oper entstanden. Die Band liefert die musikalische Grundlage, die Schauspieler spielen und singen dazu. Auch für die Musiker eine ganz neue Form der Kooperation. Ist aber spannend, also macht unheimlich viel Spaß. Ne? Verschiedene Charaktere, die verschiedenen Stimmen, haben noch Instrumente auch dazugeholt. Ja, macht Spaß. Ist halt eine Abwechslung. Ja, ich finde, das macht auch das Bandprojekt an sich aus. Also Tortuga ist ein Musikprojekt, bei dem es darum geht, dass die Musik frei ist und auch frei bleibt. Das heißt, wir verkaufen unsere Musik nicht. Und somit ist es auch für uns eine Bereicherung, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, auch immer wieder neue Leute reinzukriegen für jede neue Scheibe, die wir machen. Weil das dadurch lebt. Die Darsteller sind alle aus Leidenschaft dabei, mit sehr unterschiedlichem Hintergrund. Einige haben professionelle Bühnenerfahrung, waren schon bei Musical-Projekten in Neunkirchen dabei. Andere stehen zum ersten Mal auf der Bühne. Die Kulissen und Kostüme sind zum größten Teil selbst gemacht. Ein immenser Aufwand. Wir haben wahnsinnig viel an Kostümen ausleihen müssen, teilweise schneidern müssen. Wir haben zwei Schiffe und eine riesen Kneipe auf der Bühne. Und da hat unser Techniker, der Tobi, hat in wochenlanger Arbeit hat diese Sachen selbst daheim geschreinert. Jedes Wochenende wird geprobt. Die Vorbereitungszeit ist knapp. Aber die Gruppe hat in den vergangenen 10 Jahren schon einige erfolgreiche Projekte über die Bühne gebracht. Das Theater der härteren Klangart lebt von Leidenschaft für Schauspiel und Metalmusik. Am 13. und 14. April wird es dann ernst. Die Metaloper Pirate's Bride ist in der Kurhalle Nonnweiler zu sehen.